Für Rot speziell bin ich jetzt seit Anfang des Jahres, also Anfang Januar, weil normal ist echt mal ein halbes Jahr, kann man das meiste Leistungsspektrum irgendwo aufbauen. Dreimal pro Woche muss man rausgehen, damit es einen Effekt hat. Aber ich gehe teilweise bis zu sechsmal laufen und zurzeit schwimme ich viermal und Radfahren tue ich eigentlich auch bis um die fünfmal. Mein Bruder war damals erkrankt an Krebs und habe damals Stammzellen gespendet. Und das wurde aus dem Blut rausgefiltert. Und das waren drei Bestandteile, was da ungefähr rausgefiltert wurde. Und da war halt auch so, wie soll ich sagen, Abfallprodukte, nenne ich es jetzt mal so, was auch mit rausgefiltert wurden. Und da habe ich halt gesehen, da ich davor Pizza und frühestens Donut gegessen habe, also nicht ganz so gesund, dass sehr viel Fett auch sich in dem Blut befunden hat. Und das hat mir halt schon gezeigt, dass die Ernährung sehr wichtig ist und auch der Sport. Im Wasser fühle ich mich eigentlich recht wohl. Beim Schwimmen an sich kommt es darauf an, dass man eine gute Ausgangsposition hat. Nicht im Pulk, sondern ich suche mir einen Platz lieber wegen außerhalb. So schaue ich, dass ich halt für mich alleine schwimme. Ich fühle mich aber zum Großen leistungsmäßig auf dem Rad zurzeit richtig gut. Beim Radfahren, gut, muss man halt schauen, jetzt es sind zwei Berge drinnen. Muss man schauen, dass man vorher genügend getrunken hat und beziehungsweise vom Berg und halt wenig Energie wieder zu sich genommen hat, um einfach dann den Energieverlust dann am Berg nicht so hoch zu halten. Vor 21 denke ich mal, dass wegen der Hammer kommt. Das ist dann die Mittagshitze und da wird es dann ziemlich heftig. Beim Marathon kommt der Mann mit dem Hammer, wo einfach der Tiefpunkt ist, wo man halt seine Leistung nicht mehr so abgreifen kann. Ich will den 9 von dann stehen haben. Das wäre jetzt so mein großes Ziel. Wie gut, das ist mein erster Marathon. Also ja, also Ankommen steht immer noch an erster Stelle, aber man nennt sich doch immer noch irgendwie ein Ziel, das man erreichen will halt. Und da stehen die unter 10 Stunden halt für mich so da.